Mein größte Kindheit und das, was meine Geschwister und Ältere mich darüber erzählt haben, hat sich bei mir so eingeprägt, dass es mich fürgüt, als wenn ich das immer selbst erlebt hätte. Und so fange ich damit an, aus dem Paradies meiner Kinderjahre, dem goldenen Zeitalter zu erzählen. Nur dem, was meine Familie gesagt und dem, was meine Vater im Gesangbuch und in der Bibel abgeschrieben hat, bin ich am 5. September 1807 in der Festung Jülich geboren. Mein Vater Gottlob Schirmer, geboren am 23. Juli 1763 in Grünberg in Schlesien, hat sich, nachdem er mit Mutter Wilhelmine von Breitschwert aus Stuttgart in Stuttgart geheiratet hat, 1798 in Jülich als Buchbingermeister niedergelassen. Das unschätzbare Vermächtnis von meinen braven Eltern, was daherkommt, dass sie gläubige Christen lutherischer Konfession waren und dass sie viel Jodes getan haben, wo für mich der Schutzengel, der die ganze Lehre bei mich war. Die Dürftigkeit und Armut im elterlichen Haus braten nicht mit sich, dass es alles Entbehrung und Probleme mit der Versorgung gab. Der eigene Arbeit zu lehren und Haus zu halten, verstund sich bei uns von selbst. Ohne Arbeit vorher hatte ich keine lustige Spielstunde. Vater und Mutter haben von morgens bis abends in der Naderin gearbeitet. Jetzt Donner, wo vier Abend. Ausgefüllt mit einem schönen Lied mit Flötespiel oder Vater dort von seiner Reise erzählen. Oder auch ein schönes Buch aus unserer Leihbibliothek lesen. Und. Das war für mich ganz besonders viel wert. At mein größten Jahren, so kann ich mich erinnern, waren Tuschfarbe aus unserem Schrieb- und Zeichenmaterialade jetzt, wo ich richtig Spaß dran hatte. Der erste Farbschachtel zusammen mit der paar Nürnberger Bilderbücher hatte ich Nikolaus Abend gekriegt. Das vergesse ich nie. Das fehlt in der Zeit, wo ich angefangen habe, mir ihr Buch, der Robinson Crusoe, zu lesen. Die merkwürdige Geschichte von der wunderbaren, einsamen Insel mit dem Hüffel und der Höhle mit dem Baum drüber, wo der Strickleder dran festgemacht wurde. Das alles sah ich licht wie ein Bild für mich und mord direkt gemalt werden. Und ich konnte andere Morgen kaum abwarten, um die prächtige Farbe zu buchen. Das erste Buch von allen Büchern, der Robinson, wurde nur gelesen und zerlesen. Ich habe versucht, Situationen daraus zu malen. Das war von da an das Einzige, wo ich mich daran erholen konnte in meiner Spielstunde. Auch die Nürnberger Bilderbücher hatten ihren Reiz. Durch meinen älteren Bruder Jottlieb hatte ich gelehrt, dass man die auf Pappdeckel klärte und Ausschnitte gemacht. Dann wurden sie in Schlachtordnung abgestellt und mit Federpose und Erpelschiefer umgeschossen. Das hat mich damals in der kriegerischen Zeit viel Spaß gemacht. Unter dem Rialt von den Franzosen jaufte in unserem Haus Jelöni Lef für die Geburtslang vom Vater. Und das war Preußen. Und beinahe noch mehr für das von der Mutter, das Schwabenland. Die Brüder von Mutter, der Üm Fritz und Üm Jottlieb, waren Offiziere in der österreichischen Armee. Ja, Üm Fritz hatte so ja im letzten Türkenkrieg für Belgrad einen Streifschuss mitgekriegt, wo er als junger Kürassier seine erste Struß bestanden hat. Die schöne Wälder und Aue im Jülich herum, das Ruhrflüsschen, was aus der Efel geht, mit seinen silbernen Fischjes, die geheimnisvolle Befestigungen und Kasematte, die man nicht betreten darf, und noch viel andere Schmie waren für mich besonders schön. Und erst vertraut mit Naturindruck,
triff ich mich am Leister allein, ohne mein Spielkameraden um. Ich hab doch hier, wenn ich mit ob der Covid kund, wo ich im Herz Römströfe dort, um Fürschuss zu stochen und Erpel zu braten und Robinson zu spielen und Hütte aus Schilf zu bauen. Meine Eltern lesen mich die Werde und haben mich das alles nie verboten. So bin ich in der Wunde von der Schöpfung, in der frommen, freien Natur reingewachsen. Und die sollte ja auch irgendwann meine eigentliche Heimat werden. Was für mich auch Glück bedeutet hat, war meine sehr gute Lehre von der reformierten Volksschule in Jülich. Der Ungerisch brat einfach mal das Nötigste. Aber der Mann hatte Herz für Kinder. Und wenn es regelmäßig im Mai und in der Erntezeit noch ein Bösch ging, und wenn dann die Schulleder, die an der großen Tafel eingeübt wurden, gesungen wurden, konnte mir der lustig frohe Sinn, der in der Natur für herrsche dort, richtig spüren. Der Lehrer war keine große Zeichner, aber es hat mich stark berührt, wie der Mann seine freie Zeit dafür genutzt hat. Prämieblätter selbst zu malen, die er dann an die Schüler, die besonders fließig waren, verschenkt hat. Genauso auch Pastor Reinhard, eine Lebenspersönlichkeit, mit der ich jetzt später in Berührung komme. Eine Respektperson. Der hat jeden Sonntag für die kleine lutherische Gemeinde, das waren ungefähr 30 Familien, in einem Zimmer vom Pastorat seine Sonntagspredigt abgehalten. Der Predigt war für mich langweilig, aber ich hatte immer Freude, wenn ich mit meiner hellen Stimme ein Janslied singen durfte. Ich konnte den Wahn von der Predigt nicht festhalten und fing dann an zu fantasieren. Ich habe mich darauf gefreut, wenn ein katholischer Viertag wie von Lichnam ob einem Sonntag war. Dann konnte man von der neuen Kirche die Glocken hören. Dann ging die Prozession mit abgesteckten Meier, der Jörg und Vogelschäse, mittags ein gebratenes End, lecker Gebäck von Mutter für den Nommedag, was genug war für 8 Tage. Ohne Jörg 3 Tage frei, weil der Schuld so blieb. Was konnte ich mich da nicht alles fürnehmen und spielen? Der schönste Zieg ever war immer der Samstag Nommedag, wo die Blumen auf der Wede geplückt wurden, die am anderen Tag bei der Prozession gestreut werden mochte. Denn da hat man noch das ganze Fest für sich und fast immer ja wird wärme Sonne schien dazu. Und tatsächlich, der ganze Zieg ist ein Inzier Frühjahrssonne gewesen. Alles, ja alles rüsch wie Maiblumen und wie Jölches. Und ich könnte stundenlang erzählen und beschreiben, wie schön und leblich die Welt war, wo drin ich mein Jurenzig zugebracht habe. Eines Abends im Herbst 1813 kam meine 14-jährige Schwester erst aufgeregt in die Schule, um mich von der Hus zu holen. Es waren viele Truppen angekommen und es war viel Unruhe in der Stadt. Wir hatten 30 Mann in Quartierung und ein Pferd. Und ich soll mal direkt mitkommen. Wie ich nach Haus komme, wo das ganze kleine Hüsse, wo mit so Mietwunden, mit Minche und Gepäck voll. Wir waren offen in der Zimmer in die Fersch. Und in Werkstatt, Lade, Küche und Stüffchen lagen die Soldaten auf Strüm. 4 Offiziere lagen in der Leihbibliothek und nahmen sich Bücher rauf für zu lesen. Ein Pferd standen in der Wäschküche und umher brannte mächtig für unter uns größte Wäschkessel. Drumherum saßen Soldaten, die Erpel am Schell waren, und Mutter, die damit zu tun hatte, einen leckeren Zug für die Inquartierung zu kochen. Ummalt für ein Haus, wo viel gedünnt. Alle zu der Truppe kommen an. Kürassiere und Dragonere mit grünen Helmen, aber ohne Pferde. Dadurch große Kanonen sich mit Verwundeten. Gut gesagt, ne schlimme Doje.
sodass mir et nicht mit ankicken konnt. Der Zug war fertig. Und da wurden alle möglichen Pöttküm und Teller und zusammengesucht, um auszuscheppen. Wer keine Löffel hat, hat die heiße Brot direkt aus der Kümpe abgeschlungen. Ein paar Elsässer, die Deutsch sprachen, haben Mutter zum Dank der Hängebütze. Und ein Griechens gesagt, dass sie daheim auch eine Mutter hatte, die sie vielleicht nie mehr sehen würde, weil sie morgen ja wieder in der Krieg strecken möchte. Bei dem ganzen Spektakel, wo ich müde wurde, bin am Bett gegangen und han bis in der hellen Morgen geschlafen. Alles war wieder fort, denn der Soldat hat früh aufmarschiert. Nun kommen bald jeden Tag neue Truppen sich an, da hingen immer die Karre mit Verwundeten. Das Lazarett wurde total überfüllt und alles mit Menschen überladen. Da wurde mit einem Mal bekannt gemacht und ausgetrommelt, der Bürger von Jülich hatten 8 Tage Zeit, für sich Proviant zuzulegen. Hier noch für ein halbes Jahr. Die Stadt wird belagert werden. Für lauter Schreck liefen die Leute zusammen und wohnen am Jammern. Aber ruhig und still haben meine Eltern der Führer gesagt, alles, was noch fehlte dort. Das Gemüse war Gott sei Dank eingemacht und der Erpel hat gekauft. 2 Werke wurden geschlagen und noch mehr Höhne angeschafft und dazu auch noch ein Jes. So haben wir du auf der Belagerung gewartet, die auch bald eintrete dort. Wir hatten Bammel. Wir krochen 16 Mann in Quartier und die ganze Einrichtung im Haus wird umgeengert werden. 4 schwer verwundete lagen in einem kleinen Stüffchen hinter der Küche. 2 davon sind auch bald gestorben. Wenn man damit rechnen muss, dass Jülich jeden Augenblick beschossen wird, haben die Soldaten uns geholfen, uns im Keller einzurichten. Denn der war bombenfest. Danach sind wir noch im Bett gegangen. Ich war gerade eingeschlafen, da wurde ich halt wieder hier weg, weil meine Schwester für lauter Angst am Rufen war. Sie hat gesagt, dass sie von wegen Schäße hören könnte. Ich habe nichts gehört und auch nicht verstanden, was das zu bedeuten hat. Direkt wurde jetzt Bett zwischen dem Keller gebracht und gerade wie alles auf den Beinen war, sinn ich auf einmal wie ein glöhnige Kugel durch die Luft flüsch. Und ob der andere sieht, vom Mal ob das Pflaster fällt. Ungefähr 200 Schritt vom Haus fort. Dann jaufelt ein fürchterlicher Knall und dann ein heller Blitz. Danach wurde es wieder düster. Nur einfach kommen immer wieder glühende Kugeln geflogen. Ein davon schloss er ja in unser Norbeschuss. Durch 2 Etagen durch bis zum Boden in der Apotheke. Der Provisor in der Apotheke nahm sich ein Hetz und hat die Kugel gelöscht. Weil meine Schwester und der Soldat am Schreien waren, kriegt mit der Angst zu tun. Auf weil ich damals noch nicht begreifen konnte, was hier vor ist. Ein Haubitz schlug vis-à-vis von uns in ein Haus und Magazin, was früher in der Jesuitenkirche war. Und stuch da den Brand, wat ever von der Besatzungstruppe bald gelöscht werden konnte. Da hörte ob einmal auch das Bombardement ob. Und schon Mitternacht war alles ruhig geworden. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass nur bei der Stelle, wo es gebrannt hat, eine Kranke aus einem Fensterchen vom Lazarett kläglich um Hilfe am Schreien war. Wie wunderbar kündet mich heute für, dass die Erinnerungen an die schreckliche Zeit nicht die Spur von Graus und Ekel enthalten.